Perfekt. Ach, hier sind wir nur halb so bekannt. Das ist doch mal schön. Und da oben ist eine Kiste. Was mache ich denn jetzt wohl? Hat er perdu l'esprit? Hole mir die Kiste, denn ich möchte auch die doppelläufige Pistole haben. Ups. Nein. Nicht hin. Eine Nachricht von Erudito. Lauf weiter, vor die einsehen. Komm schon. So, ich habe jetzt die Mail. Nicht so gelesen. Egal. Müssen wir jetzt wieder zu uns nach Hause? Ich zeige dir meinen Special Erudito Cut. Bürger E. Hier ist etwas, das sie ausgelassen haben. Es ist immer schön, einen Bürger E zu finden. Die Frage ist... Ah, natürlich. Wo ist Bürger E? Ich wette, das ist hier drauf. Komm hoch mit dir. Also ich muss sagen, diese Bürger-E-Geschichte, die gefällt mir ziemlich gut. Die Frage ist nur, wo ist der? Der müsste hier im Umkreis sein. Ha, habe ich da nicht gerade was gesehen? Nein. Boah, verdammt, wo bist du denn? Leid, aber den möchte ich jetzt gerne mal sehen. Ist er vielleicht hier oben drauf? Nein. Gut. Erstmal das Gebäude erklimmen. Ah, hier war ich schon. Ah, guck mal. Da ist es doch. Mein fehlendes Puzzlestückchen. So, was haben die jetzt rausgelassen? Papa, ich bin nicht... Warum gingst du fort? Ich hätte dich geheiratet, wenn ich... Mein Arrangement mit Madeleine war geschäftlich. Sie überzeugte mich. Wenn die Gesetze nur... Kannst du mir jemals verzeihen? Ich weiß nicht, Papa. Was?
Er wollte jetzt sie heiraten. Warum? Oder weshalb? Oder... Sklave, nein. Ich wollte jetzt eigentlich nicht rausgehen. Ich muss aber raus. Was ist jetzt passiert? Mes salutations. Ich weiß es nicht ganz genau, was passiert ist. Auf jeden Fall glaube ich, gehe ich lieber als Sklavin durch die Gegend, denn ist einfach unauffälliger. Und ja, die hat die Pistole genauso versteckt. Ja, hier war ich auch nicht mehr. Für eine lange Zeit. Mal gucken, was hier Neues ist. Aveline, Gerald, er ist zurück. Vasquez, der Company Man. Hat ihn einer deiner Informanten gesehen? Nein. Aveline, seit letzter Woche habe ich zwei Männer verloren. Getötet. Mit Gift. Das ist sein Werk. Ich muss ihn finden. Vielleicht besucht er den Kapitänsball heute Abend. Soll ich dich als Gast anmelden? Ja. Danke sehr, Gerald. Und, Aveline, du wirst einen Begleiter brauchen. Möchtest du nicht, Gerald, möchtest du mich vielleicht begleiten? Nun... Ja, damit du nicht so auffällst, ist es, glaube ich, am besten streng geschäftlich. Natürlich. Natürlich. Doch nicht zu streng, hoffe ich. Okay. Gerald hat wohl eine kleine Beziehung versucht aufzubauen. Revolution! Welch ein nobles Konzept! Natürlich, Krieg ist auch immer gut fürs Geschäft. Besonders ein Krieg, der nicht auf unserem Boden stattfindet. Der spanische Gouverneur versorgt mich mit Waren, ich liefere sie meinen Geschäftspartnern im Bayou und sie erledigen den Transfer. Ohne Blutvergießen. Für mich! Ah, Aveline, reizend wie immer. Wie geht es eurem Vater? Er ist stur, wie immer. Ich hoffe, ihn bald wieder auf den Beinen zu sehen. Gewährt mir einen Tanz, damit ich eure Anmut vorführen kann an eures Vaters Stadt. Das ist sehr höflich, Monsieur de Saint-Maxon. Und warum tanzen wir nicht an Ihrem geschätzten Mitarbeiter mit der blauen Krawatte vorbei? Ich würde ihm gerne ein mögliches Geschäft vorschlagen. Aveline, immer so ernst. So gar nicht wie meine Tochter Marie-Félicité. Ja. Wir sind eben eine knallharte Frau. Naja, ich nicht, aber Aveline ist eben eine knallharte Frau. Wo ist denn Gerald? Keine Ahnung. Was meint ihr, wen ich heiraten soll? Wer immer von uns der beste Tänzer ist. Wollt ihr, dass ich mit euch allen tanze? Das wird aber anstrengend. Bitte, Senorita, ihr könnt euch die Mühe sparen. Ihr braucht nur mit mir zu tanzen. Marie-Félicité, ich dachte, des Saint-Maxons Töchter hätten nur Augen für Gouverneure. Und wen haben wir hier? Senorita, nennt uns euren Namen.
damit wir wissen, wie wir die holdeste Dame des Balls ansprechen müssen. Hold? Wohl kaum. Aber dennoch, euer Teint ist betörend. Bitte, Senorita, lasst mich eure Tanzkarte vervollständigen. Ich fürchte, sie ist bereits voll. So war sie schon immer. Wusstet ihr, dass sie ihres Vaters Lagerhaus den Teegesellschaften vorzieht? Sie hat nie Zeit für uns. Und erst ihr Teint. Sicher, sie ist ein enger Freund der Familie, doch ihre Mutter, es ist schockierend. Ach, über uns wird also auch gelästert. Wie nett. Natürlich. Unter der Uniform ist er kein wahrer Soldat. Ich sag's euch. Zweimal wurde ich angeworben und sollte sogar befördert werden, würde ich in ihrer geheimen Einheit dienen. Aber ich traue dem nicht, no, Senor. Guter Mann, wir bräuchten mehr junge Männer wie dich. Männer, die Köpfchen haben. Guten Abend, Senorita. Ihr kommt mir bekannt vor. Wart ihr letzte Woche bei dem Abendessen des Gouverneurs? Es tut mir leid, ich weiß euren Namen nicht mehr. Nur allzu verständlich für einen Mann mit solch wichtigen Aufgaben wie euch, Kapitän. Gott sei Dank haben wir Männer wie euch in der Kolonie. Ich habe zu danken, Senorita. Erlaubt mir es, euch mit einem Tanz zu beweisen. Selbstverständlich, Kapitän. Ich mahne euch zur Vorsicht, Senorita. Selbst hier auf dieser herrlichen Feier ist Gefahr präsent. Nicht alle Soldaten sind so, wie sie scheinen. Wir sprachen gerade von einem solchen Schurken. Wie skandalös! Ist er denn hier? Ist er. In diesem Moment sitzt er an einem abgeschiedenen Tisch. Ist sogar was, Kapitän? Ich denke an nichts anderes. Und da hinten ist er. Senorita. Nun, ich glaube, der nächste Tanz ist ein Menuett, Senor Vasquez. Sí, sí. Können wir das irgendwo unter uns besprechen? Si, si. Geht nur voraus. Ich glaube, da hinten ist eine stille Ecke hinter dem Turm. Können wir hier drüber laufen? Ja. Komm. Denn ist direkt ein Heuhaufen, können wir die Leichen alleine verstecken.